Hallo ihr Nasenbären, willkommen zu einer neuen Folge von Hannes Handpuppenbautipps. Heute möchte ich mit euch eine Nase bauen. Der ein oder andere wundert sich vielleicht, weil es gab schon mal ein Video zum Thema Nasenbau. Das ist jetzt allerdings weg und es gibt jetzt eins in HD, wo ihr dann auch natürlich die einzelnen Schritte besser sehen könnt. Was ihr dafür braucht, um eine Nase zu bauen, ist, wenn ihr nach der Anleitung von Adam Krutinger baut, ist eine Styroporkugel. Ich habe hier eine 6 cm. Ihr könnt auch eine kleinere nehmen. Am besten haltet ihr mal verschiedene Größen auf eurem Poppenkopf, um zu sehen, ob das jetzt passt oder nicht. Dann braucht ihr, um die Nase etwas zu bearbeiten, einen Cutter. Geht auch ein scharfes Brotmesser. Einen Stift braucht ihr, braucht diverse Stecknadeln, eine Nähnadel. Ihr braucht einmal ein Stück Bastelfilz, um die Schablone daraus zu machen und ein weiteres Stück, um die Nase dann, die fertige Nase dann zu machen. Insgesamt braucht ihr ungefähr eine DIN A4 Größe, wenn ihr jetzt 5 cm oder 6 cm nehmt. Wenn ihr was darüber nimmt, dann müsst ihr natürlich dann dementsprechend größer das Stück Bastelfilz sein. Dann braucht ihr eine Schere, um die Schablone aufzumalen, ein weißes Stück Papier und ihr braucht Füllmaterial. Als erstes brauchen wir unsere Styroporkugel und da macht ihr folgendes. Ihr schneidet, was ich schon bereits gemacht habe, unten ein Stück von der Styroporkugel weg. Ich zeige das jetzt gerade mal auf der anderen Seite, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, wie ihr das macht. Ihr schneidet wirklich nur minimal ein bisschen was weg, weil ihr braucht einmal eine Standfläche und zum anderen ist es so, dass ihr sowieso das Ganze hinten umschlagt und vernäht, damit es hinten eine gute Klebefläche gibt für die Nase. Gut, dann machen wir gleich weiter mit Schritt Nummer 2. Dafür braucht ihr jetzt euer Bastelfilz, ungefähr Größe A5. Wenn ihr jetzt 6 cm nehmt, so wie ich das hier habe. Und dann macht ihr das als erstes, legt das ungefähr mittig drauf. Rammt oben eine Stecknadel rein. Und dann müsst ihr ein wenig das ziehen und in Form bringen. Das Tolle ist ja bei dem Bastelfilz, dass der sich ein bisschen stretchen lässt. Nicht zu doll ziehen, weil sonst reißt er das kaputt. Aber da müsste er wirklich schon Hulk sein oder Superman oder was weiß ich was. So, dann kurz vor, knapp vorm Ende wieder eine Stecknadel rein. Und auf der gegenüberliegenden Seite. Und jetzt nehmt ihr diese Seite und am besten hier oben auch nochmal die Finger drauf, zieht wieder. Schön ziehen, damit sich dann hier auch eine leichte Rundung ergibt. Wieder eine Stecknadel rein, umdrehen und wieder schön kräftig ziehen. So, wenn ihr das Ganze dann soweit habt, dann nehmt ihr euch hier solch eine Falte. Nochmal schön hier zusammendrücken, dass sich das Ganze nochmal in Form, mir fehlt gerade das Wort. Und dann nehmt ihr eine Stecknadel und bringt die dann an dem untersten Ende. Lasst da wieder ein bisschen tasten. Die Stecknadel rein. Durch die beiden Teile, möglichst nah auch an der Styroporkugel und dann festmachen. Wenn ihr die Nadel andersrum reinmacht, dann werdet ihr euch wahrscheinlich pieksen. Also am besten so rum. Natürlich echt günstig, dass ich die auf die Seite gelegt habe, die Stecknadel. So, als nächstes nehmt ihr euren Stift und zeichnet hier an diesen Falten dann entlang, genau an dieser Faltenkante. An beiden Seiten. Mal gut aufpassen, dass ihr da genau an dieser
Falte auch zeichnet. Und ihr könnt euch auch das Ende von der Styroporkugel markieren. Da müsst ihr allerdings nachher ein bisschen drüber sein. Aber das sage ich dann noch. Wenn das Ganze dann fertig ist, dann nehmt ihr eure Stecknadeln wieder raus. Und wenn ihr nichts vergessen habt, dann sollte das Ganze dann... Da war noch einer. Ungefähr so aussehen. So. Da das Ganze schon gestretched ist, sieht das vielleicht ein bisschen komisch aus. Ist nicht tragisch. So, das schneidet ihr aus mit eurer Schere. Ihr seht schon, ich habe jetzt nicht all die Enden markiert an allen vier Seiten, sondern nur an zwei Seiten. Ich meine diese Enden hier. Dann lasst da erstmal am besten noch was stehen. So, c'est fini. Den Rest, den können wir wegschmeißen oder Kindern zum Basteln schenken. So, am besten empfiehlt es sich, das Blatt, ja, vielleicht doch ein bisschen größeres Blatt zu nehmen als das hier. Ihr könnt natürlich auch das nehmen und so da drauflegen. Aber mein Tipp ist es, nehmt euch wirklich ein DIN A4 Blatt. Faltet das einmal in der Mitte und dann nochmal in der Mitte falten. Und dann macht ihr das Ganze dann auch dementsprechend hier so zusammen. Ist ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. So. Könnt auch Stecknadeln zur Hilfe nehmen, aber es geht auch ohne. Und hier oben ist jetzt die Faltkante und hier ist die Faltkante. Bei meiner Nase ist hier eine Faltkante und da eine Faltkante. Beziehungsweise ihr müsst das so legen, dass die doppelte Faltkante hier ist und hier die einfache Faltkante, so wie das bei mir auch ist. Dann legt ihr das Ganze hier so drauf. Dann nehmt ihr euren Stift. Und zeichnet die äußersten Ränder nach. Es muss nicht hundertprozentig sein, denn das Tolle an diesem Bastelfilz ist, dass er gedehnt werden kann bzw. relativ flexibel ist. So, und das wäre es schon. Und dann das Ganze ausschneiden. Ihr könnt das auch noch ein bisschen geschwungener dann machen. Könnt ihr auch mit der Schere machen. Was wichtig ist halt nur, dass die gegenüberliegenden Seiten, also ich zeige das nochmal, wenn es offen ist, dass diese beiden Seiten, also die und die und die und die, dass die gleich sind. Ist jetzt egal, wenn alle vier Seiten gleich sind, das könnt ihr auch so machen, aber wirklich versucht es, dass mindestens zwei Seiten gleich aussehen. Dann habt ihr eine optimale Schablone. So, was ihr jetzt machen könnt, ist entweder das hier als Modellnase nehmen oder am besten nochmal ein neues Stück nehmen, weil ihr seht schon, wenn ich das da drauf lege, dann sieht das etwas anders aus, beziehungsweise es sieht nicht so aus, wie ich es eigentlich haben möchte. Also nochmal ein neues Stück Filz nehmen.